Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten Webinar bei Hässli Capital. Ich freue mich sehr, dass doch so viele Menschen zu uns gefunden haben. Mein Name ist Marion Reichel, begleite gerade Mathis und Tim auf einem sehr spannenden Projekt, und zwar auf der Hässli Capital Plattform. Da geht es also darum, innovative Startups mit Profiathleten zusammenzubringen, um Unternehmertum auch zu lernen oder auch zu lernen, wie man in Startups investieren kann. Als erstes darf ich die Tabea Kemme begrüßen. Hallo Tabea, schön, dass du da bist. Ehemalige Profi-Fußball-Nationalspielerin, auch auf dem internationalen Fußballparkett unterwegs, einige Erfolge auch eingesammelt. Was mich persönlich sehr überrascht hat, dass du auch eine ehemalige Polizeikommissarin bist. Wirst uns nachher wahrscheinlich mal kurz darüber berichten, was vorher da war. Erst der Fußball, dann die Polizei oder erst die Polizei und dann der Fußball oder gleichzeitig. Bin ich schon sehr gespannt. Heute Founderin der Sports for Education Plattform und TV-Expertin, aber nicht nur für den Frauenfußball, sondern auch für Männer. Und die Tapea erklärt heute uns die Fragen, warum es gerade für Frauen im Sport so wichtig ist, schon vor, während und nach ihrer Karriere darüber nachzudenken, dass das auch ein endliches Thema ist. Und ich freue mich sehr, dass du heute als unser heutiges Role Model, echt als Vorbild für Frauen im Sport mit dabei bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast und dass du die Runde hier mit deiner Expertise erweiterst. Gerne. Freue mich mega. So, der nächste Gast ist, ja, da haben wir extra den Jürgen Klopp mal so ein bisschen ins Spiel gebracht, ja. Er hat uns auch mal ein bisschen dabei geholfen, den Event hier zu bewerben. Cornelia Bauer, Vermögensberaterin und Finanzcoach bei der Deutsche Vermögensberatung. Cornelia, schön, dass du da bist, dass du den Weg auch zu uns gefunden hast. Und sie wird uns heute mal einen kleinen Einblick geben, wie wir auch mit kleinem Budget einen langfristigen Finanzplan aufbauen können. Welche Anlagemöglichkeiten gibt es da? Welche Versicherungen sollten wir vielleicht auch haben? Und dann schnuppern wir einfach mal so ein bisschen mit ihr rein. Ich freue mich sehr, dass du da bist, und ich hoffe auch, vielleicht kommt der Jürgen ja mal vorbei. Vielleicht hat er es ja irgendwie mitbekommen. Ich kann mir vorstellen, und ich bin überzeugt davon, der findet es gut, was wir hier heute machen. Schön, dass du da bist, Cornelia. Vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr. So, last but not least freue ich mich, Tanja Aschenbeck von Rechtsanwältin und Partner bei Osborn und Clark heute dabei zu haben. Sie hat bereits auch schon einige Sportorganisationen und Profivereine bei der Realisierung ihrer Blockchain-Projekte begleitet. Da haben wir uns dann auch wieder kennengelernt. Auch der erste FC Köln hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und da hatte ich wirklich die große Freude, wieder mal mit dir arbeiten zu dürfen und in die Welt der Blockchain und Kryptoregulatorik einzutauchen, was ja echt ein sehr spannendes Thema ist. Und die Tanja wird uns heute mal ein bisschen mit in die Zukunft der digitalen Währungen nehmen. Wir werden darüber sprechen, ist es denn Zeit, sich darum zu kümmern, und wenn ja, wie und warum sollte man das machen? Und liebste Tanja, es freut mich echt sehr, dass du auch uns heute mit deiner Expertise da unterstützt. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, euch mit Finanzaufsichtsrecht langweilen zu dürfen. Ja, so, wenn wir da noch ein bisschen Zeit haben, weil das ja echt schon drei sehr große und tolle Themen sind, spreche ich heute noch mal so ein bisschen darüber, warum und wie können denn Profiathleten eigentlich in Startups investieren, und muss es denn immer direkt ein Investment sein oder gibt es auch anders geartete Variationen, mit innovativen Unternehmen zusammenzuarbeiten? Und du erzählst uns jetzt einfach mal, warum ist es denn so wichtig, dass gerade Frauen im Sport schon vor und während ihrer Karriere darüber nachdenken, was sie denn eigentlich nach ihrer Karriere machen? Ja, danke dir auf jeden Fall für die Überleitung. Da sind wir auch schon mittendrin im Thema. Und vielleicht mal, damit wir ein Verständnis dafür bekommen, was einen eigentlich innerhalb einer solchen Karriere irgendwie bewegt, was die Bedingungen sind. Da sind wir nämlich fernab von dem, wie wir die Bedingungen beim Fußball der Männer beispielsweise kennen. Und ganz kurze Einblicke vielleicht mal, also dieser Weg dahin, diese Entscheidung überhaupt zu treffen, manchmal ist es gar keine Entscheidung, also bei mir war es nicht ansatzweise eine Entscheidung, weil ich es nicht gecheckt habe, was da passiert ist. Ich hatte einfach Bock, Fußball zu spielen.
Und dann geht das irgendwie so ein bisschen sein, oder ging das ein bisschen seinen Weg. Ist ja letztlich dann dieses klassische, so ja, okay, da ist irgendwie jemand ein bisschen talentiert, ja, lass mal gucken, ob da was geht. Und dann mit der Möglichkeit, das muss man ja schon sagen, das ist hier in Potsdam, bin ich an die Sportschule gegangen, wo es halt möglich ist, während der Schulzeit zweimal am Tag zu trainieren. Also es ist ein 6 Uhr bis 19 Uhr Tag irgendwie vollgepackt. Ist jetzt nicht unbedingt schlecht, weil dann kommt man nicht irgendwie auf blöde Gedanken oder irgendwie dummes Zeug zu machen. Und da geht man irgendwie so seinen Weg und dann, ich meine, was passiert letztlich? Du bist voll in so einem System drin, passt dich an. Was ich vorhin auch meinte, irgendwie so, oder generell, was ich auch erst lernen musste, ist, also ich wurde trainiert, ich habe nicht trainiert. Und damit meine ich, dass mir jeden Tag über gesagt wurde, was ich zu trainieren habe, ohne Begründung. Ich habe es auch nicht mal hinterfragt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, weil das macht dieses System aus. Und das hat ja quasi auch gewisse Folgen, dass ich die Dinge nicht so hinterfrage oder generell, wie ich mich aufstellen will, sondern ich bin halt so fokussiert, was wiederum mega gut ist, so konzentriert, fokussiert, weil ich schon irgendwie meiner Passion nachgehe und dementsprechend dann auch irgendwie coole Teams hatte und auch erfolgreich war mit den Teams. Um da aber dann das auch zu sehen, so ich bin halt abhängig von meinem zweiten Standbein, was ich mir aufbauen muss, was nicht schlecht ist, um Gottes Willen. Mittlerweile gibt es hier und da schon echt gute Unternehmen oder auch Hochschulen, die Fernstudiengänge anbieten. Bei mir war es die Polizei. Da gibt es ja das Pilotprojekt, oder gab es damals über die Landespolizeisportfördergruppe halt das Studium zu verlängern von 3 Jahre auf 5 Jahre. Und es ist halt auch, also die Entscheidung zu fällen, ist, okay, will ich den Sport weitermachen nach Abitur oder finde ich irgendwas, wo ich beides machen kann? Und hätte es die Polizei als solches nicht gegeben, hätte ich mit dem Fußball aufgehört mit 18, 17 Jahren. Und das ist nämlich jetzt unser Riesengap, das merken wir mit Sports Education auch immer so, hey, weil so viele talentierte Mädchen oder sind ja Teenager, heranwachsende Frauen, entscheiden sich dann quasi für die Sicherheit, also den Job, die Ausbildung, Studium, teils vermehrt auch noch mit der Empfehlung der Eltern, so ja, im Fußball, was willst du da, verdienst du als Frau eh nichts. Auch immer noch, es kommt sehr oft als Argumentation. Und da dann halt zu sagen, so hey, nee, es gibt Möglichkeiten, sich für einen Weg zu entscheiden, wo du beides kannst. Und dann ist es natürlich enorm wichtig, es ist schon sehr sportlich, auch wenn du dann gerade in der Nationalmannschaft bist und viel unterwegs bist. Und das ist hier vielleicht auch zu dem Verständnis, was finanzielle Bildung angeht. In der Schule kriegen wir ja da Thema, also Finanzlehre gibt es ja so oder schon ähnlich. Da haben wir echt viele Möglichkeiten, auch dafür. Und deswegen freue ich mich, dass die Cornelia heute da ist. Vielen Dank für deinen Einblick, Tabea. Cornelia, jetzt haben wir ja von der Tabea gehört, 260 Euro am Anfang und dann kommen wir ein bisschen weiter, da sind wir dann bei 520 und da muss ich schon eine WM gewinnen, was ja nur alle 4 Jahre irgendwo möglich ist, um da mal 60.000 Euro zu bekommen, aber das können dann ja am Ende des Tages, wenn man es mal zusammenrechnet, auch nur 10 bis 20 Frauen erreichen, weil es ja dann auch ein sehr restriktives Team ist. Cornelia, wie fangen wir es an mit den 260 Euro, uns langfristig einen Finanzplan aufzubauen? Bleibe da daheim bei meiner Mama auf dem Sofa? Muss ich da die Oma nochmal oder welche Vorschläge hast du für uns? Also, Tabea, vielen, vielen Dank für deine vielen Elfmeter, die du mir da jetzt rübergeschossen hast. Weil es nämlich tatsächlich genau das ist. Ne? Also, wenn Menschen im Sport mit Fokus und Ehrgeiz an die Sache rangehen, dann haben die Ziele. Ne? Das ist ja das, was wir zum Beispiel immer abfragen, auch bei uns bei der Deutschen Vermögensberatung, wenn wir mit Kunden zu tun haben, mit Interessenten, wo wollen die hin, was haben die für Wünsche und Ziele. Und meistens haben Sportler sehr klare Ziele, wo die sportlich hinwollen. Und meistens schmieren die echt richtig ab, wenn es darum geht, was gibt es denn außer dem Sport sonst für Ziele, die man sich so mal überlegen könnte. Und das ist tatsächlich aus meiner Sicht eins der wesentlichsten Punkte, wo man anfangen sollte, bevor man sich überlegt, was mache ich denn mit 260 Euro oder was kann ich denn überhaupt irgendwie mit Investment tun, dass man sich so ein paar grundsätzliche Gedanken halt auch einfach macht, wo man sich selber halt sieht, wo man selber hin möchte. Ist die Zeit reif? Also sehen wir so weit, dass wir uns auch ein Human Brand als Athlet über ein NFT aufbauen können?
freue ich mich auf die Diskussion, liebe Tanja. Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich habe ja eben schon gesagt, so, ich freue mich mit Finanzaufsichtsrecht, euch zu langweilen. Ich wundere mich immer, ich erzähle darüber und am Ende finden es die Leute dann doch spannend. Aber das richtig harte Recht, da hüpfen wir so ein bisschen drüber. Ich habe ja eben schon gehört, dass ich jetzt über den Sturm berichten darf, sozusagen. Ne? Also von daher reden wir über Sturm und fangen erstmal damit an. Man hört, genau, Kryptokram. Das ist genau das Typische. Oder dann erzählt man das hier, das sind doch diese Bitcoins. Ja, auch. So, und deswegen fangen wir vielleicht erstmal an, so ein bisschen mal zu sortieren, was sind überhaupt die verschiedenen Token und was sind NFTs überhaupt, damit wir überhaupt mal so eine Einordnung bekommen. Und die erste Slide, die wir uns direkt erstmal angucken, da gucken wir uns aber gleich nochmal die Details an, gibt schon mal, was hat das überhaupt mit Sport zu tun? Da sind nur mal so ein paar Headlines, die man so sieht von Sponsoring, aber gucken wir uns später nochmal einiges an. Aber da tut sich sehr viel im Bereich Token, NFTs und Sport. Aber wir gucken uns mal die Case Study an, von dem, was man so in der Öffentlichkeit über sie finden kann. Das ist eine Rennfahrerin. Eine professionelle Rennfahrerin, die sich entschieden hat, sich ein bisschen von Sponsoring zu lösen und stattdessen NFTs zu imitieren. Die hat also NFTs rausgegeben und finanziert damit ihre verschiedenen Rennen. Das ist ja auch nicht unbedingt ein Investment, sondern man finanziert das und hat dadurch Merchandise-Produkte kann man erwerben, handsigniertes Pro-Autogramm, Zugang zu einem Racing-Club. Also das ist ja dieser Gutscheincharakter, von dem wir eben gesprochen haben, dieser typische Utility-Token. Also der dient jetzt nicht unbedingt der Investition, aber sie finanziert dadurch etwas, dass sie etwas gibt, wo andere vielleicht ein Interesse dran haben als Gutschein. Was bei ihr sehr, sehr witzig ist, das macht sehr viel Spaß, wenn man sich das genau anguckt. Die Optik ihres NFTs und ihres Wagens ist ein Aufruf zur Gendergerechtigkeit im Motorsport. Sie hat, wenn man sich das genau mal anguckt, hat sie da so wie Schnittlinien drauf von einem Chirurgen bei einer Schönheits-OP. Wider, slimmer, lower. Also sie ist, uns fiel direkt 60, 90, 60 ein. Nee, andersrum, ne? Andersrum, 90, 60, 90, 80. Das ist eine Persiflage halt, ne? Wie eine Frau so auszusehen hat. Und die Heckscheibe, die sieht man hier nicht. Show me your TTs, das bezieht sich auf Twin Turbo von Sportwagen. Also sie hat offensichtlich auch sehr viel Humor. Ich fand das sehr schön. Also mein Team, wir haben uns das heute mal angeguckt und wir haben schon ordentlich gelacht heute im Büro darüber. Fanden wir gut. Aber das ist mal so ein Beispiel. Ne? Sie ist offensichtlich damit recht erfolgreich und sie fällt auf. Allein das ist schon mal, denke ich, was Besonderes. Let's stay in touch. Das Webinar wird es bei Athlete Capital irgendwann mal auf der Plattform auch noch mal zum Angucken geben. Tschüss. Ja, vielen Dank. Tschüss. Danke euch. Tschüss. Schönen Abend für euch. Ciao, ciao. Schönen Abend.